Ja, hallo Leute. Mia, Nadine und ich befinden uns gerade in Königswinter und ich möchte euch einfach mal unseren Camper Ausbau zeigen. Fangen wir ganz vorne an. Das Cockpit nicht sonderlich umgebaut, aber dafür Tada, der ganze hintere Bereich wurde so gut es geht, umgebaut. Fangen wir ganz unten an. Wir haben einen ganz normalen PVC-Boden benutzt und dort ein Holzgestell eingebaut. Relativ simpel gehalten das Holzgestell. Geht bis hinten hindurch. Ein paar 6x6 cm sechs sechs ähm, Holzbretter genommen. Und diese dann verbaut zu einem stabilen Gerüst. Das ist auch wirklich sehr stabil, da kann nichts passieren. Dann habe ich hier noch eine Kiste eingebaut für Lebensmittel. Ja, alles schön vegan. Und hier haben wir es uns etwas einfach gemacht. Und zwar haben wir einen ganz einfachen Schrank genommen, ein Sideboard, eine Anrichte sozusagen. In einem Möbelhaus gekauft. Die findet man auch öfter gebraucht und haben diese dann etwas umfunktioniert. Und zwar haben wir hier an den Seiten solche ähm, äh, Riegel dran getan, damit das Ganze während der Fahrt sicher ist. Und diese Doppelschublade haben wir ein bisschen ausgebaut, sodass wir hier nur noch eine Schublade haben für Besteck etc. Und hier diese Schublade. Ähm, damit kann man dann die Schublade hier trotzdem noch schließen, aber hat trotzdem hier einen äh, schönen Waschbereich. Der ist etwas klein, aber für so unterwegs reicht das vollkommen. Hier haben wir einen kleinen Hahn verbaut, wo auch Wasser rauskommt, das auch komplett funktioniert. Und hier an der Rückwand von diesem kleinen Schränkchen haben wir noch einen. Äh, ja, ein kleines Staufach dran gebaut, für die wichtigsten Sachen, die man immer griffbereit haben will und die relativ hoch stehen, wie Küchenrolle, ähm, Löffel, eine kleine Batterielampe, noch mehr Waschzeug, noch mehr Waschzeug und noch mehr Waschzeug und noch mehr Küchenrolle. Und ja, dann haben wir hier unten mit einem Expander die beiden Türen befestigt, damit das auch während der Fahrt sicher ist. Und ja, hier haben wir dann äh, unseren Bereich für die Küchenutensilien und hier den Gaskocher. Das Ganze ist auch sehr eng verbaut, ähm, sodass es während der Fahrt nicht sehr viel hin und her rappeln kann. Während der Fahrt hört man das auch nicht. Und auf der anderen Seite befindet sich dann unsere Wasserzufuhr. Hier mit einem konstanten Ersatztank, der immer wieder befüllt wird. Und hier mit einem Frischwassertank. Ähm, von einer Gene und ein Abwassertank. Ja, das war auch der Frischwasserbereich und das Ganze haben wir so gebaut, dass zwischen dem Fahrersitz und dem Schränkchen noch etwas Luft für diesen Tisch ist. Wenn man hier den Sitz ein bisschen vorschraubt, kann man diesen Tisch dann rausnehmen. Ist ein Klapptisch und den kann man dann perfekt hier noch ähm, hin positionieren so dass man ein bisschen schneiden kann wenn es wenn mal ein bisschen mehr platz benötigt wird normalerweise braucht man das nicht wenn man alles schon noch ähm, auf den knien oder auf dem kleinen tisch hier zubereiten kann hier steht dann normalerweise der campingkocher und ja das hier ist dann unser bett ähm, was gibt es dazu zu sagen? Wir haben eine relativ einfache Schaumstoffmatratze benutzt, haben die noch ein bisschen gepolstert und zwar mit diesen ganz normalen äh, Gartenstuhlunterlagen und mit äh, zwei ähm, Luft, äh, aufblasbaren äh, Luftmatratzen. Und ja, das Ganze ist relativ bequem. Mir macht es sich auch gemütlich, ne, Mir? <laughs> Mir? Mach mal Platz. Sehen Sie, mir macht es sich bequem. Und haben dazu noch ein paar Kissen gekauft, die die ähm, Ränder und Seiten ausstopfen sollen. Und in diese Ränder geht wirklich viel rein. Also hier haben wir normalerweise immer unsere Wasserflaschen noch verstaut und dann noch zusätzliche ähm, ja, große Taschen für Ersatzkleidung oder sonstiges, was so anfällt. Zusätzlich noch zur Info. Ähm, wo kommt der Strom her, damit der Wasserhahn betrieben werden kann? Und zwar ist es so, dass in dem Frischwassertank eine Tauchsiederpumpe drin ist, 12 Volt, und diese wiederum ist mit einem Kabel verbunden an einem äh, Kfz-Zigarettenanzünder. Äh, Kfz Den kann man ganz einfach hier schon reinstecken. Der war im Lieferumfang drin und ja. Das funktioniert alles sehr einfach und wurde auch einfach so übernommen. Was haben wir sonst noch an Modifikationen? Ja, wir haben noch einen, ähm, einen Sichtschutz hier eingebaut. Ähm, und zwar ist das ein relativ einfacher Vorhang, der bis hier unten hingeht und den man dann hier öffnen kann und einfach hier oben rüberziehen kann. Genauso auf der anderen Seite. Wenn man das denn möchte, wenn man mal ein bisschen privater sein möchte und kann den in der Mitte mit Knöpfen dann zumachen. Ja, ansonsten benutzen wir relativ häufig diese Armlehnen und die Kopfstützen als Halterung für unsere Jacken oder unsere äh, nassen Handtücher, was auch relativ schnell dann trocknet. Ja, das war es soweit. Hier haben wir noch eine kleine Fußmatte für unsere. Schuhe, damit das im Eingangsbereich hier nicht so dreckig ist. Denn man weiß ja, hier dieser Bereich wird immer relativ schnell dreckig und der Ordnungswahn sorgt dafür, dass man hier immer relativ schnell fegt. Und ja, die Schuhe und die Füße und die Schuhe haben dann hier ihren Bereich. Ja, das war es soweit. Alles relativ einfach gehalten. Der Umbau hat insgesamt mit allem drum und dran. So ungefähr 400 Euro gekostet, das war es dann auch. Diese Campinggeräte äh, sind relativ teuer. Und ja, das muss man sich vorher überlegen, was man investieren möchte, was man selbst machen möchte, wo man vielleicht Unterstützung sich holt. Es kommt immer darauf an, was man selbst machen möchte und was man einfach vorgefertigt kaufen möchte. Und ja, das kann sich jeder selbst überlegen, aber insgesamt finde ich, diese Lösung. Für den Camperausbau. Wer jetzt nicht hardcore jeden Tag im Camper ist, sondern nur ab und zu mal, finde ich das eine sehr einfache und gelungene Lösung. Mia findet das auch gemütlich. Ne? Gut, das war es dann soweit. Wir möchten uns verabschieden und sagen dann Tschüss. Mia, sag mal Tschüss. Tschüss.